Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir machen weiter hier mit unseren Lübeckern, die endlich wieder im Frieden sind. Mal sehen, wie lange. Es gibt nämlich ja tatsächlich zwei Optionen, was wir jetzt machen können. Das erste ist das Thema Russland, das zweite ist das Thema Bergen. Aber ich hatte das letzte Mal gesagt, ich will nochmal über Litauen nachdenken. Und meines Erachtens spricht da eigentlich wenig dagegen, das zu machen. Wenig dagegen. Damit schützen wir gewissermaßen auch ja Memel und Riga mit. Also das ist eigentlich insgesamt eine gute Sache. Wir werden das Bündnisangebot mal abgeben. Und das ist jetzt auch wichtig. Das werden wir auch mal abwarten, was da passiert mit Blick auf Russland. Dann können wir das mal einschätzen. So, Litauen ist erstmal in unserem Bündnis. Jetzt warten wir nochmal die 11 Tage, bis wir den Diplomaten wieder haben. So. Okay. Und jetzt gucken wir uns mal die Situation hier an. Die Russen sind tatsächlich schwer im Bedrängnis. Hier sind Einheiten, die fliehen müssen. Vermutlich vor den Franzosen und den Osmanen vermutlich. So sieht es nämlich aus nach wie vor. Der Krieg hier, in den Russland verstrickt ist. Also, Russland ist wirklich in starker Bedrängnis. So kriegt man das vermutlich nicht so schnell wieder hin. Wir gucken uns mal an, wie es aussieht. Russland hat 40.000 Soldaten. Und Litauen, wo haben wir Litauen? Litauen hat 30.000, Schweden hat 22.000. Ja, wenn die beiden mitmachen würden, dann wäre das jetzt echt eine Option. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Litauen würde, wenn wir ihnen Land geben, mitmachen. Aber Schweden nicht. Und warum nicht? Haltung gegenüber Feinden minus 16. Ja, 60. Was soll das denn bitte sein? Haltung gegenüber Feinden. Gegenüber ihren Feinden? Dänemark, Schottland, Böhmen. Was haben wir denn da für eine Meinung? Ich habe doch keine irgendwie besonders geartete Meinung gegenüber Schottland. Das ist so alles neutral. Bin ich jetzt irgendwie völlig begriffsstutzig? Oder... Ach so, ihre Haltung vermutlich zu Russland, oder wie ist das zu verstehen? Wartet mal. Bündnis Polen-Novgorod Lübeck. Haben sie irgendwie gute Beziehungen zu denen? Ne, das kann ich mir nicht vorstellen. Die waren noch ewig im Krieg. Hm. Das ist merkwürdig. Das verstehe ich nicht ganz, was hier los ist. Ich habe nur... Wir haben zu Österreich eine freundliche Haltung, aber das kann es ja nicht gemeint sein. Ach Mensch, wenn wir jetzt die Schweden überzeugen könnten. Ich meine, wir können ja mal anfangen, ihre Kredite irgendwie zurückzuzahlen. Können wir das eigentlich? Darlehensangebot, Geschenk senden. Ne, aktiv können wir das gar nicht. Wir senden ihnen mal ein Geschenk. Mal gucken, wie teuer... Ja, wir haben ja überhaupt kein Geld. 20, da können wir auch kein Geschenk senden. Nee, so funktioniert es nicht. Vielleicht versuchen wir es mal Beziehung verbessern. Ich weiß nicht, ob das... Aber das wird nicht so viel bringen. Ich verstehe das nicht recht. Ich verstehe das nicht recht, wie das... Wie dieser Modifikator zustande kommt. Haltung gegenüber Feind... Wir gucken mal, wir aktualisieren das mal nochmal. Vielleicht ist das ja verschwunden. Nee, ist unverändert. Haltung gegenüber Feinden. Hm. Also zu Schwedens Feinden habe ich überhaupt keine. Also vermutlich ist es aber gemeint, dass... Ihre Haltung zu Russland, das ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Aber die scheint ja, die kann doch auf keinen Fall gut sein. Also das verstehe ich auch nicht. Gucken wir uns mal die Meinung... die ist doch absolut schlecht. Und das sind ihre Rivalen. Wir haben selbst sogar Dänemark rivalisiert. Das ist eigentlich nicht verständlich, was sie da haben. Ein Maler ist verfügbar, ein Hofmaler. Wir halten schon seit einiger Zeit Ausschau nach Malern oder Künstlern, die die Glorie
unserer Bürgermeister repräsentativ bildlich einfangen können. Zufälligerweise hat uns gerade heute Morgen ein Maler seine Dienste angeboten. Ah, verdammt, jetzt habe ich... Ja gut, ich muss gucken, wie teuer das ist. Das ist ja wichtig. 66. Also werden uns nicht in Kredite stürzen. Ich glaube, dazu sind die Lübecker Kaufleute zu gute Rechner. Das kann man machen, wenn es einem richtig gut geht. Dann sollte man sich malen lassen. Dann kann man für solche Dinge Geld ausgeben. Aber in dieser Situation ist das nichts. So, wir haben ein Großknies. Da können wir den Diplomaten nach Hause bringen. Ja, die Frage ist, lassen wir jetzt die Gelegenheit verstreichen? Kämpfen möglicherweise nur mit Litauen zusammen? Was machen wir hier mit Bergen? Das ist jetzt alles ungeklärt, weil das hier so in der Luft hängt. Okay, also ihre Schulden haben sie offenbar zurückgezahlt. Jetzt ist immer noch dieses Thema Haltung gegenüber Feinden, was wir nicht beeinflussen können. Ah, das wäre schon so wichtig, wenn wir die Schweden hier an unserer Seite haben. Hätten, die haben immerhin, naja, auch nochmal 22.000 Mann. Ich guck mal, ob sich das jetzt hier weiter verschiebt hier, mit wie jetzt die Situation in Russland sich entwickelt. Sie haben wieder 53.000. Nee, das ist mir zu viel. Rekrutenreserve immer noch 48.000. Also wenn wir da anrücken, das ist mir zu heikel. Litauen hat 30.000. Und offenbar bauen sie im Moment auch nicht mehr. Nee, wisst ihr was? Dann werden wir jetzt den Plan B umsetzen. Nämlich hier Bergen. Ich glaube, da haben wir einen Kriegsgrund. Ja, Überlegenheit demonstrieren. Das ist, glaube ich, jetzt mal richtig angesagt. In diesem Moment. Wir werden dazu wieder unsere Flotte zusammenholen. Direkt hier vor Bergen werden wir Stärke demonstrieren. Die Handelsflotte ebenso. Mission ist automatisch abgebrochen und dann werden wir Truppen rüber transportieren. Wir können dann eigentlich schon mal wieder unseren Armeeunterhalt auf Maximum bringen und mit der Transportflotte loslegen. Jetzt haben wir hier 12.000, da müssen wir zweimal fahren. Das ist aber in Ordnung. Ne, geht aber nicht. Wir müssen natürlich erstmal, wir können noch nicht an Land gehen, dann haben wir wieder die exilierte Truppe. Wir werden hier in den Skagerrak einfahren und dann über Schweden angreifen. Also den Krieg erklären und dann hier ausladen. Und dann noch die anderen Truppen nachholen. So müsste es dann gehen. So, Elsass, Frieden mit Frankreich. Volle Annexion. Damit ist dieses Zeitfenster jetzt wirklich vorbei. Der Krieg mit Russland ist beendet. Es hat nicht sollen sein, Leute. Es hat nicht sollen sein. Vielleicht ergibt sich ja nochmal wieder eine Gelegenheit, dass Russland in so einer Defensivposition ist. Wir werden sehr, sehr achtsam dabei sein. Auf jeden Fall expandiert Frankreich weiter, sogar ins Reich. Und niemand stoppt Frankreich. Wir gucken mal im Reich jetzt die Situation an. Es gibt immer noch 2 Stimmen für Bosnien, aber inzwischen schon wieder 3 Stimmen für Österreich. Ja, Brandenburg, Mainz und Sachsen würden für Österreich stimmen. Aber der König ist, glaube ich, hier. Der Kaiser ist noch recht jung. 30. Na, wer weiß, wann das soweit sein sollte. Gut, wir liegen jetzt vor Ort. Gibt es noch einen Grund zu warten? Ich denke nicht. Wir werden den Krieg erklären und Überlegenheit demonstrieren. Sie haben keine Verbündeten, das ist praktisch. Die Schweden könnten wir mit reinholen. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, den Schweden hier oben diese beiden Provinzen zu geben. Ach, das geht nicht bei diesem Kriegsgrund. Das geht nicht. Eroberung von Provinzen ist so nicht möglich. Ja, dann machen wir es eben ohne. Also, dann holen wir aber auch nicht die Schweden rein. Das kriegen wir schon alleine hin. Also, wir bestätigen das Ganze. Der Krieg wird erklärt. Unsere Freunde sind mit dabei. Wir können Verbündete reinholen. Machen wir aber nicht. Wir bringen stattdessen unsere Armee an Land und hoffen, wir bringen sie vielleicht mal nach Bohuslän. Kann sich noch ein bisschen erholen. Naja,
haben wir es nicht geschafft. Beziehungsweise wir können ja eigentlich auch in den Hafen reinfahren, ne? Ja, das ist ja Quatsch wieder hier von uns. Da sind wir doch viel, viel schneller ausgeladen. Was haben wir denn als neue Mission? Fight unseres Feindes. Kriegen wir dich hin? Fahr doch mal da rein jetzt. Willst du nicht? Oder kannst du nicht? Er zeigt mir noch hier einen grünen Pfeil an. Merkwürdig. Offenbar will er nicht. Dann müssen wir da so rauslatschen. So, erstmal kommt es zur Schlacht. Das haben sie jetzt davon. Die Schiffe aus Bergen werden vernichtet. 5 leichte Schiffe. Ja. Und damit beginnt die Abriegelung der Stadt, die so undankbar war. Und sie holen aber ihre Leute auch. Wir müssen dringend zurückfahren und unsere 5000 Mann holen. Wo ist unser Anführer? Ach, wir haben ja keinen. Haha. Wir müssen für diesen Krieg wieder einen engagieren. Unser Bürgermeister eignet sich nicht dazu. Das ist ein ruhiger Geselle, der will in Lübeck bleiben. Hilft nichts. Wir müssen einen General rekrutieren. Mal sehen, ob er besser ist. Ach Gott, schon wieder von der gleichen Sorte. Burkhard Heuer. Was haben wir denn auch für ein Pech? Was hat Lübeck für schlechte Generäle? Manchmal haben sie richtig gute Bürgermeister, aber schlechte Generäle. Kann man nichts machen. So, wir sind schon hier wieder zu Hause. Rauf auf die Schiffe. Jetzt versuchen wir es nochmal. Was, wir werden schon angegriffen? Ich fasse es nicht. Können wir das noch irgendwie... 24.04. Ja, wir können uns noch zurückziehen. Das muss ja jetzt nicht sein. Wir sind... Die Armeezusammenstellung ist jetzt nicht gerade optimal. Wir versuchen mal nach Holland. Und vielleicht erwirken wir von denen auch Flottenstationierungserlaubnis. Weil dann ist das Ausladen aber bedeutend schneller. Dann erstmal in den Kattegat einfahren. So. Sie erlauben uns das. Dann laden wir da aus. Das ist gut. Ja, sehr schön. Dann haben wir eine deutlich größere Armee und dann sollte das doch machbar sein. So, da sind die 5000 Mann. Vielleicht können wir ihnen sogar schon hier ins Garaborg entgegentreten. Nein, sie verlassen schon die Gegend. Sie wissen warum. Gut. Okay, dann vereinigen wir uns und marschieren gegen sie. Ich fürchte, das Terrain wird nicht auf unserer Seite sein. Aber man kann nicht alles haben. Ich hoffe mal sehr, dass die 12.000 Mann reichen für diese Aufgabe. So, was haben wir hier? Ketzerische Gedanken. Der Kardinal in Lübeck lebte in der Nähe von Heretikern in unserem Land. Doch statt sie zu verdammen, versuchte er sie zu verstehen. Das ist ja überhaupt Lübecker Tradition, ne? So ein Zwischenweg zu gehen. Zwar am Katholizismus festzuhalten, aber durchaus offen sein, auch für die reformerischen Gedanken. Dies ist zwar eine wohlwollende Handlung, doch vor kurzem vertraute er sich einem unserer Minister an und gestand, selbst damit zu Beginn die kirchliche Doktrin anzuzweifeln. Wenn der Papst davon erfährt, wird er nicht länger in der Kurie dienen dürfen, doch vielleicht können wir ihn für ein paar Dukaten davon überzeugen, dies für sich zu behalten. Ja, ich denke, das ist durchaus unsere Art, solche Dinge zu klären. 26 Dukaten, 40% Chance, dass der Papst davon erfährt. Mal gucken. Wir hatten das, glaube ich, schon mal, dieses Problemchen. Da hatte er davon erfahren. So, sie fliehen. Na, ich würde sagen, dann belagern wir die Hauptstadt. Ich will jetzt meine Truppe nicht aufteilen, weil das hier so weitläufig ist. Ehe die da sind, das dauert alles ewig. Falls es dann doch zur Schlacht kommt, möchte ich gleich alle Mann dabei haben. So, auf mehr brauchen wir, glaube ich, nicht zu achten. Frankreich beeinflusst Lothringen. Da machen sie also weiter. Oh Mann, das wird ein mächtiges Frankreich werden. Aber für uns bedeutet das eigentlich noch keine Gefahr. Wir können weiter unsere Geschäfte machen. Das ist das Wichtige.
So, ich frage mich, wo Sie jetzt eigentlich hinziehen, nach Trøndelag, und was machen Sie? Was ist Ihr Plan? Sie können hier eigentlich gar nichts reißen. Sie kommen nicht zu uns. Unmöglich. Sie ziehen sich in die Berge zurück. Wir können jetzt schon in eine neue Idee investieren. Ja, also das ist so eine Sache, jetzt die Entdeckerideen weiterzumachen. Ich weiß nicht. Also wir brauchen nicht Vizekönig, wir brauchen nicht freie Kolonien. Weltreich ist natürlich eine feine Sache. Plus 25% Flottenlimit. Das ist allerdings wichtig. Und der Rest kann in Kolonialregionen in Übersee Anspruch hier fingieren. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese Sache das am Anfang der Staffel erläuterte Prinzip, dass man dort nicht angreifen kann, wo man keine Kernprovinz erschaffen kann, ob das gewissermaßen aushebelt. Also wenn das so wäre, wäre das natürlich ein Argument, das jetzt durchzuziehen. Aber ich bin mir da echt nicht sicher. Nun gut. Lass uns jetzt erstmal diese Belagerung weiterführen. 4 Schiffe liegen hier im Hafen und ansonsten keine Gefahr. Insofern können wir auch ein bisschen schneller das durchziehen. Verluste. Ich guck mal ganz kurz nebenbei, ob ich irgendwo diplomatisch hier gerne noch was machen möchte. Wie sieht es denn aus? Spanien, Riga 62. Ja. Schicken wir noch mal jemanden nach Riga. So. Schottland gilt nun als Großmacht. Okay. Und ein bedeutender Mann ist gestorben. Okay. Ein Militärberater. Wen nehmen wir da? Moral plus 10% oder Einheitenlimit plus 10%? Wir hatten, glaube ich, Einheitenlimit. Ich tendiere dazu, das auch wieder zu machen. Wilfried Schmidt. Bei uns ja schon sehr, sehr wichtig, dieser Punkt. Und wir haben die nächsten Commedia dell'arte Aufführung. Ich denke, obwohl, jetzt sind wir knapp bei Kasse. Jetzt werden wir es mal nicht machen. Jetzt ist unser Mann ein Sparfuchs. Sinnlose Ablenkung. Wir verlieren Prestige. Die Mauern sind schon gefallen. 35% ist schon erreicht. Sehr gut. 57%. Da brauchen wir nicht mehr lange warten. Die Flotte werden wir auch noch gleich vernichten. Sollen wir mal zusehen, was sie hier davon haben, wenn sie sich mit uns auf diese Art und Weise anlegen. Jetzt marschieren wir in Richtung Trøndelag. Ja. Die nächste Flottenschlacht findet statt. Und ein Schiff. Hatten wir ein Schiff? Ja, wir konnten. Wartet mal, was ist das? Achso, das ist zusammengelegt. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Haben wir ein Schiff gefangen nehmen können? Vermutlich. Wir fahren erstmal weiter. Und sie fliehen erneut. Nach Hålogaland. Ins Schwedische. So. Österreich ist jetzt erst zur katholischen Liga gestoßen. Sie waren vorher gar nicht Mitglied der Liga, nachdem sie kein Kaiser mehr waren. Wir haben eine Provinz besetzt und kämpfen damit weiter gegen Flotten und greifen jetzt hier die letzte Festung an. Dann wollen wir möglichst viel rausschlagen. So, das nächste Schiff ist tot. Österreich warnt Bayern. Ist das hier? Ne, das ist eine andere Küste. Dann müssen wir dahin nochmal fahren. Belagerung läuft. Minus 28%. Das ist schon sehr in Ordnung. Okay. Österreich warnt Memmingen und Braunschweig. Ansonsten tobt, glaube ich, derzeit kein größerer Krieg in Europa. Erstaunlicherweise mal ruhig. Hier sind dänische adlige Rebellen, die Lund besetzen. Aber darum kümmert sich Dänemark nicht. 21%. Die Bergner, die haben sich so weit wie möglich. Schaut euch das mal an. Ich lache mich tot. Die sind nach Viborg geflohen. Vor uns. Also das ist ja auch ein bisschen verrückt. Friedensangebot willigen wir noch nicht ein. Gibt es eine neue Mission? Nee, aber was es gibt, ist, wir können endlich die Institution fördern. Das kostet uns auch nur eins, weil wir sie schon gewissermaßen in Lübeck haben. Ist ja unsere einzige Provinz. Ja, endlich ist es soweit. Oh Mann, die Druckerpresse ist eingeführt.
Wir sind nun ein stolzes Land unter aufgeklärter Führung. Sehr schön, es ist geschafft. Und damit können wir technologisch endlich weitermachen. Und zwar, das machen wir, glaube ich, auch überall. Schildzapfen. Ja. Die neue und mobilere Artillerie hatte ein Problem. Sie konnte nicht so einfach hoch oder runter geschwenkt werden, um ihre Schussweite anzupassen. Schildzapfen waren zylindrische Vorsprünge, die auf dem Wagen als Halterung für das Geschütz dienten. Hierdurch konnte das Geschütz für eine bessere Zielerfassung geneigt werden. Verbessert die Eigenschaften unserer Artillerie und ermöglicht auch neue Artillerieeinheiten. So, jetzt geht's zur Galeasse. Sehr schön. Da bekommen wir wieder Handelseffizienz plus 20%, weil wir den Vorsprung haben. Galeeren waren leicht und klein und konnten nur schwer mit Kanonen bestückt werden. Die Galeasse war ein größeres Schiff, das wie eine Man of War mit einer Breitseite Kanonen bestückt werden konnte. Um dieses zusätzliche Gewicht zu kompensieren, wurde die Galeasse mit einem weiteren Segel versehen und ermöglicht das Gebäude Handelskompanie. Und verbesserte Drainage haben wir auch noch. Das ziehen wir auch noch durch. Je mehr Land wir bewirtschaften, desto größer die Bevölkerung, die in diesem Gebiet ernährt werden kann. Schrittweise Verbesserung der Drainage führten dazu, dass auch Auen genutzt werden können. Das erhöht die Produktionseffizienz. Nicht ganz so entscheidend für uns. Interessant wird dann das nächste, da kriegen wir eine neue Ideengruppe. Gut, Leute. Das war jetzt erstmal wichtig, dass wir hier ein bisschen aufholen. Ansonsten, ja, hier können wir noch ein bisschen optimieren, dass wir nicht so viel Manpower verlieren. Die Armee ist ja weit, weit weg. Das brauchen wir da nicht so in voller Kraft. Damit, ja, damit können wir das nächste Mal in Ruhe hier weitermachen. Und dann will ich mal sehen, was wir aus Bergen herauspressen können. Diesen wirklichen Verrätern. Also ich bin unser Bürgermeister, sagen wir es mal so. Die Lübecker sind persönlich beleidigt von diesem Vorgehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinballen.